Hallo meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Freunde, es ist für mich jetzt quasi nochmal eine Doppelaufnahme, weil ich habe nämlich aufgenommen gehabt, habe aber gemerkt gehabt, bei den Einstellungen stimmt nicht was ganz, deswegen habe ich nochmal die Aufnahme von neu gemacht und ich weiß jetzt, wo wir als nächstes hingehen. Und zwar zur Ranelle Mine, weil nämlich von da aus haben wir damals das allererste Mal ja die Wüste Ranel betreten. Und da oben sind ein paar Zierscheiben, womit wir ohne Probleme raufkommen. So, nice. Weil hier oben sind wir nämlich noch nicht lang gegangen gehabt. Und hier, da ist nämlich ein Korridor. Da gehen wir jetzt nämlich an den nächsten Part mal. Ich meine, nicht in diesen Part, gehen wir gleich ran. Entschuldigung. Und, ja. Ups. So. Die brauche ich nochmal kurz. Ein paar Erzikan. Können wir mitnehmen. Jo. Und, da hinten ist mir noch eine Truhe, die würde ich noch gerne mitnehmen. Ja, also nochmal der Grund, warum ich nochmal jetzt von vorne machen muss. Es liegt einfach nur daran, es ist kein ernster Grund oder so, es liegt einfach nur daran, dass ich gemerkt habe, eigentlich sogar könntet ihr mich sogar schon länger steinigen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Pegel sich von meinem Mikrofon einfach extrem lauter war als sonst, also so 10% mehr. Und eigentlich beim Stream ist es auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen lauter ist. Ich habe mich das vom Stream einstellen gehabt, weil Line hier war. Das sehen wir mal, nur zur Info, ich nehme das jetzt hier, wann nehme ich das denn auf? Heute haben wir den 6., 7. Also ich nehme das schon gerade ein bisschen spät auf. Aber war noch alles so eingestellt und ja, ich habe vergessen es umzustellen. Und es kommt ja mal vor, wenn ich jetzt so wirklich mal, meistens mache ich immer noch einen kleinen Ticken lauter, wenn ich am Rennen bin. Und ich glaube, vielleicht waren die letzten Parts einfach ein bisschen zu laut. Selbst wenn es nicht war. Lieber im Nachhinein ein bisschen lauter machen, anstelle davon jetzt schon. Also, mir ist aufgefallen, ist es besser, wenn ich jetzt ein bisschen leiser bin und man macht mich im Nachhinein lauter, als wenn ich zu laut bin und dann schon die ganze Zeit komplett übersteuere und dann noch mein Ding draufsetze. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen. So. Viel habt ihr nicht verpasst. Hier war ich zwar auch schon drin, aber dann, ja. Dann könnt ihr nochmal sehen, wo ich genau war. So. Also, hier sind nämlich ein paar kleine Tunnel für die Bomben. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Es ist für mich momentan noch ein bisschen ungewohnt wieder. Zu streamen, es tut mir sehr leid. Ein Monsterhörnchen. Monsterhörnchen. Monsterhorn. Das gibt uns Fei sogar mal einen brauchbaren Tipp. Manchmal trägt ein Bocklin ein Monsterhorn an seine Hüfte. Ich nutze die Peitsche, um es ihn zu entreißen. Ist für Feis Verhältnisse. Nein, ich habe den Schmetterling umgebracht. Ich Monster. So, da kommt noch ein Chica-Stein. Ich kann euch nämlich noch eine kleine Sache zeigen. Das haben viele. Na gut, für viele wissen es wahrscheinlich. Das ist nämlich so ein kleines Easter Egg. Dass, egal welchen Chica-Stein, es ging schon Ocarina of Time so. Wenn man die mit Bomben einmal einem mitgibt, dann fliegen die einfach weg und hauen ab. So, bin ich seltener Besuch. Mein Name ist Kenboom. Ich erforsche die Legende der drei Drachen. Dieser gegen Magtrosos war doch, ich bin mir sicher, dass hier etwas verbirgt. Der Name ist also Link. Kein einfacher Name, finde ich eigentlich schon. Erzähl mir doch mal, was du in dieser Einöde suchst. Eine heilige Flamme? Irgendwo habe ich schon mal davon gehört. Oder etwa doch nicht? Ach stimmt, jetzt weiß ich's. Ich habe in alten Schriften über das Ranelle Sandmeer davon gelesen. Leider erinnere ich mich nicht mehr am Einzelheiten, aber zum Sandmeer geht es da drüben entlang. Zu meinem Sandmeer zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel. Danke, Mann! Pass auf die auf! Ja, man kann nämlich hier drinnen, kann man noch, hier sind nämlich kleine Tunnel, die kann man nämlich noch freisprengen. Aber das habe ich in der letzten Aufnahme zwar gezeigt, ich kann mal gerne einen so machen. Ihr werdet da drin aber nichts finden. Da drinnen sind nur ein paar Rubine, also war zumindest jetzt, glaube ich. Weiß nicht.
Habe ich alle nachgeguckt? Das weiß ich gerade nicht. Und zur Info, das hier ist eine kleine Weggabelung. Hier geht es nämlich zum Beispiel Wüste Rhein-Elf voraus. Also diese Höhle dient sozusagen als kleiner Dreh- und Angelpunkt. Hier wird es nämlich wieder zu den, hier geht es zum Sandmeer, da wollen wir ja hin. Da geht es halt zur, da geht es zur Mine, davon da kommen wir ja, und da geht es zur Wüste Rhein-Elf. Das ist nämlich da, wo nämlich der Sandwasserfall war. Wo ich ja noch gemeint habe, ach, da könnte was sein. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als einfach. Also man kann zwei Wege machen. Entweder man geht dann von da aus hier rein und dann hier beim Goron, oder man geht halt von den Dings rein. So. Gut. Okay, mehr war jetzt auch nicht. Hab doch nochmal nachgeguckt. Ist für euch aber gut, weil jetzt bin ich schon schneller, als ich gerade angefangen habe. Also ich habe ein bisschen Zeit gerade wieder gut gemacht. Heißt für euch, dass wir schon heute das neue Gebiet erkunden können. Also, gut um, Glück um Unglück, würde ich meinen, ne? So, Hallöchen, Fai. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dies ist das Rhein-Elf-Sandmeer. Früher war hier ein riesiger Ozean. Heute aber ist alles ausgetrocknet und mit Sand bedeckt. Und glaube ich, dass das mein Ozean gewesen sein soll. Ich frage mich ja auch, wo der ganze Sand denn herkommt. In diesem Ort befand sich früher ein Hafen. Schaut euch mal an, wie groß das war. Es bestehen Wahrscheinlichkeiten von 90%, dass wir die Heilige Flamme hier irgendwo finden werden. Ich empfehle diese Suche in diesem Sandmeer fortzuführen. Ja, da war Falk gerade mal einen kleinen Tick schneller als ich, aber ist auch mal in Ordnung. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Sieht aber schon wirklich wahnsinnig aus, ne? Ich frage mich zwar, wie Leute hier runtergekommen sind. Weil ich ja hier gerade mich mit den Doppelhaken rüberschwingen müsste. Warum muss? Naja, auf jeden Fall. Ach. Würde mich das schon interessieren, wie es hier damals ausgesehen hat. Ich würde es wirklich sehr interessant finden. So ein schönes Meer, weil Rhein-Elf kann man ja wirklich nur als Wüste. Und ich würde tatsächlich mal ein bisschen mehr davon sehen, außer Wüste. Wüste an sich ist ja schon irgendwie nett, aber ach, ich hätte doch lieber mal so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Entschuldigung, verschluckt. Ach, sehr professionell, Nilo. Vielleicht findet man ja irgendwo einen kleinen Vergleich. Bin ja mal gespannt, was in den nächsten Dungeon uns so erwartet. Ich muss sagen, den habe ich noch ein bisschen gut noch im Kopf, so halbwegs. Den letzten, aber tatsächlich dafür gar nicht. Den. Huch! Guck mal, hier die Babys vom dritten Boss. So. Die mache ich mir überhaupt gar keine Mühe. So, Artefakte der Göttin. Ich denke, wir können nochmal, bevor wir zum nächsten Boss, zum nächsten Dungeon gehen, können wir noch bestimmt noch einmal zurück ins Wolkenhort. Und besser gesagt, ins Wolkenmeer und dann zum Wolkenhort. Und wir schauen uns da einfach mal um, ob wir noch ein Artefakt der Göttin vielleicht auf den Weg mitnehmen. Und ja, vielleicht noch ein bisschen die Items verbessern. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Mein Schild ist ja auch ein bisschen schon in Mitleidenschaft gezogen worden. Ach, das ist ja ein Ding hier. Ach, ist es schrecklich. Ich habe vor hier Aufnahme zentriere ich diese blöde Fernbedienung, aber es wird gefühlt nach ein paar Minuten ist die ganze. Naja, das ganze eh wieder für den Pop ist. Das ist jetzt sehr nervig. Ganz viele Ameisen. Zack. Na komm, komm, komm her. So. Hoppa. Hopp. Boah, nee. Hopp. Hoppa, so. Goodie. Ich glaube, mehr gibt es hier tatsächlich nicht,
nicht zu finden. Obwohl mich diese, ich sag jetzt mal, es sieht aus wie so Maschinen, schon ein bisschen interessieren würden. So, aber weil wir in diesem Part noch nicht viel gemacht haben, würde ich mal vorschlagen, Bootsteg, dass ich, glaube ich, doch mal ein bisschen vorangehe. Huch, ein Captain-Roboter. Und wow, das Wasser ist auch wieder zurückgekehrt. Ach, schau mal an. Das ist jetzt halt schon sogar verschwunden. Kann ich hier ins Wasser rein? Ich will ins Wasser rein. Lass mich planschen. Nee, kann ich nicht. Ich muss wohl mit ihm sprechen. Aber schau mal an, wie blau das Krater ist. Das Wasser, ey. Was bist du denn für einer? Bist du Mensch? Wer bin ich? Also, ich bin Boca, Captain der berühmten, berüchtigten Schiffes, das Nairus Flamme beschützt. Nairus Flamme? An jedem stürmischen Tag, ich und meine Mannschaft waren auf unserem normalen Kurs und dann plötzlich tauchten diese Piraten auf und griffen uns an. Sie trachteten nach Nairus Flamme. Meine Männer wurden gefangen genommen. Ich bin über Bord geworfen. Also ich wahrscheinlich wurde. Hier fand ich mich dann wieder. Danach bin ich unzählige Male mit diesem Kahn hinausgefahren und habe mein Schiff gesucht. Aber mein Schiff war verschwunden. Ich bin mir sicher, dass es mit seiner Spezialfunktion verschwunden ist. Verschwunden? Um Nairus Flamme zu beschützen, ist mein Schiff mit einem Tarnmechanismus ausgerüstet. Was sagst du da? Du bist auf der Suche nach Nairus Flamme? Du brauchst sie, um jemanden zu finden, der dir sehr wichtig ist? Dann solltest du mir helfen, mein Schiff und meine Mannschaft zu finden. Wenn du mir helfen willst, lasse ich dich auf mein Boot. Wie sieht's aus? Wirklich? Nun, in diesem Fall. Die Landkarte, die du hast, ist nicht besonders brauchbar. Um zur See zu fahren, benötigst du eine richtige Seekarte. Eine richtige Seekarte findest du in meinem Haus. Lass uns deswegen zuerst dahin fahren. Sollen wir ablegen? Ei, ei! Auf geht's! Bzzzt. Hurra, wir sind wieder bei Wind Waker! Kleiner Spoiler, ich denke mal, Wind Waker wird das nächste Projekt sein, was nach Skyward Sword mal irgendwann stattfindet. Endlich wieder auf See. Wie navigiert man da eigentlich? Ach so, mit Hilfe vom Analogstick bewegst du dich voran, halte A gedrückt, während du fährst, erhöhst du deine Geschwindigkeit. Drücke B, um Bordkanone vorzubereiten und dann A, um sie zu feuern. Die Insel, auf meinem Haus steht, ist mit einem X markiert. Dort gibt es einen Pier, von dem aus du an Land gehen kannst. Los geht's. Alter, das ist cool. Ich kann mal kurz laden und Feuer! Das ist... Alter, schau ich mir das Meer an. Wir genießen jetzt einfach mal die Fahrt, okay, Leute? Und glaube ich, dass diese ganze... ja. Ach, guck mal, wenn man sogar nah ranfahren tut, dann sieht man sogar mal, wie der Hafen so ein bisschen früher war. Schaut euch das mal an, ey. Das war früher mal alles ein Meer. Und in der Gegenwart, jetzt heute ist das alles nur noch, naja, trostloses. Naja, es ist eigentlich nicht trostlos, aber es ist halt eine komplette Wüste, ne? Ich finde das schon ziemlich cool. Also ganz im Ernst, wenn ich das Meer hier so sehe, dann würde ich da am liebsten selber reinspringen. Aber man sieht leider noch keine Fische oder so. Wenn hier noch Fische rumschwimmen, dann wäre es noch mal extrem cool. Vor allem schon mal an, wie tief das ist. Kann ich denn nicht mal kurz runterspringen? Und wow, es gibt sogar eine gut, beschleunigen kann man ja auch. Aber ich finde das eigentlich so ganz angenehm. Wenn ich ehrlich bin. Aber warum gibt es denn hier bitte eine Kanone? Irgendwas muss ich ja bestimmt freischießen können. Okay, Ausdaueranzeige muss man auch beachten. Aber ganz im Ernst, die Ausdaueranzeige vom Boot hält länger als die von Link. Ganz, ich weiß nicht warum, aber das Ding hier lässt sich wunderbar steuern. Das ist zum Beispiel so viel angenehmer, weil ich das einfach mit einem Analogstick steuern kann.
als wenn ich, sag ich mal, mit dem Wolkenvogel fliege. Ich möchte gerne wissen, was da ist. Komme ich da irgendwie rein? Ob ich da schon richtig? Hallo? Nee, hab ich nicht gerufen. Nee, anhören kann ich dann nicht, aber wir merken uns mal diesen Ort, okay? Da mal volle Kraft voraus mit Vollspeed. Ich finde das schon ziemlich cool. Wie gesagt, leisen bloß hier keine Fische. Das wäre noch ein bisschen. Das fällt irgendwie doch so auf. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hin. Oder? Ich glaube, ich kann mal kurz laut Karte zu gucken. Ja. Aber so Anemonen und alles gibt es ja hier, ne? Ah, ne, die ist ja Anemonen, so. Hey, guck mal, da unten. Kann ich nicht hier ins Wasser rein? Guck mal, sieht aus, als ob da eine Höhle ist. Ich will dieses Gebiet erkunden. Am liebsten mich da sofort ins Wasser reinspringen. Das Boot ist zwar cool, aber lass mich hier doch schwimmen. Haus des Kapitäns. Oi, das ist aber ganz schön weit oben. Wir sind da. Mein Haus steht auf dem Gipfel. Bitte hol die Seekarte, die sich in meinem Haus befindet. Und pass auf die Monster auf. Da sind ein paar richtig fiese Biester dabei. Ich kann das Boot nicht allein lassen. Deshalb bleibe ich hier und warte auf dich. Warum wohnst du überhaupt so weit da oben? Wovon weißt du von den Monstern? Du bist doch gerade erst wiederbelebt worden durch den Zeitstein. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das ist ein bisschen blöde. Ach, der Part ist noch nicht lang genug. Komm, Leute. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal mich einmal erstmal umsehen. Ich weiß noch nicht, wie lange wir brauchen, um wirklich ganz nach oben zu kommen, aber wir können ja schon mal hier uns ein bisschen umschauen. So. Tschüss, Mr. Kröterich, was auch immer du bist. Ein paar Dekoranas. Oh, guck mal an. Moment mal. Seht ihr das? Das sind auch Scheiben. Wie komme ich denn da hin? Komm, schau mir jetzt mal. Das nicht funktioniert. Moment. Ich versuche mal zur Truhe zu kommen. Da war auch. Ich glaube. Nee, ich muss, glaube ich, von hier oben runter. Kann das sein? Bisschen komisch, aber. Ey. Aua! Plus Vieh. Hey, ist das da drüben der Hafen? Man erkennt da auch noch ein Gebäude, einen Turm. Ach, haben sie sich aus The Legend of Zelda Dings geklaut? Twilight Princess. Da gab es auch diese fliegenden, ich sag mal, Anasse dazu. Au. Ich glaube, das müsste der Hafen sein. Gut, ein kleiner Durchgang. Ich darf bloß die Truhe nicht vergessen. Sag mal, wie komme ich denn da hin? Von der Seite ist ja gar nichts zu sehen. Weißt du was? Ich guck mal kurz die Lage mit dem Käfer aus. Käfer, wie sagst du denn? Ich muss da irgendwie anders hinkommen. Hier gibt es nämlich keinen
Stelle für einen Greifhaken. Wo muss ich denn jetzt weiter? Ach, da oben. Wenn ich mal kurz anmerken darf, ich finde es ziemlich gut, dass die Entwickler hier so nett waren und erlaubt haben, dass Link sich hier wirklich, ich sag mal, festhalten darf und nicht, dass die, sag mal, die Ausdaueranzeige dann immer weniger wird in der Zeit, wo Link hier an der Wand hängt. Sonst hätte man immer noch so einen Druck da, schnell, 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 ich muss weiter, aber nee. Nein! Och, die Ameisen begehen Selbstmord, toll. Hey Fetti, alles gut? Oh Mist, der hat einen Eisenschild. Alter, wie viel hält der denn aus? Wie viel hat der ausgehalten? Ist das ein Endboss oder was? Der schlitzt sich in den ganzen Rücken auf und der... was willst du von mir? Ist doch nicht wahr. Ich wette mit euch, irgendwo ist hier noch ein Artefakt der Göttin versteckt. Das würde sich hier so gut anbieten. Ach, Bomben. Dein Freund und Helfer. Und noch ein Rubin. Ich meine, eben habe ich ja nicht gerade erst einen 20er Rubin aufgesammelt. Also, man wüsste... Oh, da. Siehst du, was habe ich gesagt gehabt? Schon sehe ich einen. Also, fuck die Göttin. Ich hoffe, die Pflanzen nicht zu vertrocknet. Nee. Boah, schaut mal, wie hoch wir hier oben sind, ey. Und ich würde immer noch gern da irgendwie hinkommen, aber wie mache ich das? Mhm. Ach, das dauert leider ein bisschen, bis ich... Hoppa! Bis ich leider einmal hier rum kann. Na komm. Zack. Was? Wieso hat das nicht funktioniert? Hä? Lass das. Träum mit das Spiel einfach. Hey, guck mal. Das ist ein Seil, wenn die nach unten führt. Ja gut. Na, komm her, Vogel. Was ist das hier? Ich glaube, das muss ich doch mit der Peitsche rausziehen. Ach, das ist so eine fliegende... Okay. Moment. Die haut ab. Ey, bleib mal stehen. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so schlau war, aber ich glaube, da geht's auch nicht weiter. Nee. Irgendwie ist es ja geil gemacht, hier ganz oben in luftiger Höhe zum Haus zu kommen. Also, ich verstehe zwar nicht ganz, warum der Captain hier oben wohnt, aber irgendwie aber auch doch schon, weil es ist schon nice. Huch, da oben ist doch... Da oben sind doch Killer-Dekoranas. Ja, hätte ich mich da rangezogen, hätte ich mich eiskalt erwischt. Blöds Vieh. Hm.
Zack. Bäh. Leute, ich schwöre euch, ich halte, wenn ich das Item einsetze, wirklich meine Hand gerade. Aufrecht, aber ja. Wow! Mann, das ist zu viel. Ey, zwei auf einmal ist unfair. So, ein blöder Vogel ist weg. So, mein Freund. Gott sei Dank, jetzt ist Ruhe. Komm ich da eigentlich hin? Ja, tatsächlich, komm da hin. Nice, sogar eine Truhe. Komm, Herzteil oder so. Irgendwas Brauchbares. Monster, willst du mich verholepiepeln? Und warum wird es nochmal angezeigt? Ich hab's doch schon gerade erst gefunden. In diesem Part. In der letzten Truhe. Bei den Goronen. Und bei den Goronen. Oh mein Gott, Gorone, mein Gott. So. Meine Güte. Wisst ihr was? Ich will vorschlagen. Was? Ey, du blöde fliegende Ananas, ich bitte hoch, nicht runter. Dass ich wenigstens noch zum Haus mit euch gehe und wir dann im nächsten Part gucken, was uns so erwartet. Na gut, das ist ein Haus, das ist ein leerstehendes Haus, aber trotzdem. Na, schau mal, was da so Interessantes ist. Und schon sind wir angekommen. Sieht doch hier eigentlich ganz nett aus. Freunde, ich hoffe, euch hat unsere kleine Klettertour gefallen. Ui, jetzt hat der Part sogar ein bisschen Überlänge. Aber hier, für euch habe ich das extra gemacht. Na, da hatte ich auch was zu gucken gehabt. Weil im Berg hochklettern ist ja nicht so weltbewegendes. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie findet ihr bisher das Ranelle Sandmeer? Und was haltet ihr davon, dass das Ganze mal ein echtes Meer gewesen ist? Ich finde das heftig. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Also, nächsten Part wieder einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!